Herzlich willkommen in der Backstube Las Palomas auf Teneriffa. Ihr wundert euch wahrscheinlich, dass Horst nicht hier steht. Ihr wisst, er hat es euch vor 14 Tagen gesagt, dass er nach Deutschland zurückgeht. Ich habe zusammen mit Horst vor 3 Wochen hatten wir mal zusammen ein Video gedreht, die Allgäuer Seelen. Daher kennt mich der eine oder andere. Mein Name ist Uli Klein und ich bin vor 40 Jahren zusammen mit Horst auf die Technikerschule in Berlin gegangen. So lange kennen wir uns schon und haben uns in meinem Berufsleben immer wieder getroffen. Und ich habe heute die Ehre und das große Vergnügen, euch einfach ein schwäbisches Bauernbrot oder auch Besenleib genannt vorzustellen. Das wollen wir zusammen herstellen. Dazu nehmen wir 2 Sorten Vorteige. Wir haben einmal einen Roggen-Fermentteig oder Ferment-Sauerteig und einmal einen Weizen-Vorteig mit Hefe, auch polisch genannt. Den werden wir jetzt zusammen herstellen und daraus ein wirklich schmackhaftes, gutes schwäbisches Brot, ein Weizenmischbrot mit wattiger Krume und herzhafter Kruste herstellen. Aber dazu mehr. Wir starten jetzt. Und ich brauche zuerst mal das Wasser. Wir brauchen ein Wasser mit 40 Grad. Wir wollen nachher einen Teig haben, der mit einer Starttemperatur von 30 Grad. Also müssen wir mit dem Wasser mit 40 starten. Ja, 40 Grad. Wir brauchen 40 Grad Wassertemperatur, um nachher den Vorteig, den wollen wir ja starten. Und der muss mindestens 30 Grad haben, dieser Teig, damit die Kulturen sich auch richtig gut entwickeln können. Wir fangen an mit dem Roggen-Ferment-Sauerteig, da brauche ich 642 Gramm Wasser. Ich nehme 1/4 von der Rezeptur, die ihr unten eingelinkt oder im Link findet. Diesmal nehmen wir einen Aktivstarter, einen Öko-Aktivstarter und rühren den an. Wir haben hier 1% Aktivstarter. Wir mischen das mit dem Wasser. Ein bisschen rüber. Einfach gut vermengen, damit sich das auch nachher im Teig richtig gut aufmischt. Wir können ja hier nicht kneten und wir brauchen auch nicht kneten. Es reicht, wenn wir es hier einfach anrühren. Also dieser Aktivstarter besteht wirklich aus Dinkelvollkornmehl und aktiven Kulturen, die auch wirklich dann noch leben. Und deswegen kann man das auch als Sauerteig dann bezeichnen. So, wir messen jetzt mal nochmal die Teigtemperatur. Das Mehl hat ja nun so Raumtemperatur gehabt, 24, 25 Grad. Wunderbar, 31 Grad, wunderbar berechnet, hervorragend. So, jetzt wollen wir das nochmal kurz zusammenkratzen, die Sachen. Deckel drauf. So, und das Ganze dann in diese Thermobox, die können wir jetzt, dann hält es die Temperatur wirklich über Nacht. Packen das da rein, Deckel drauf, so, und wegstellen. Da kann es jetzt stehen bleiben für 16 bis 18 Stunden. So, dasselbe machen wir jetzt mit dem Pulisch oder Weizenvorteig. Hier arbeiten wir mit einer TA von 200. Wir lösen zuerst die Hefe auf, damit sie sich nachher im Teig auch schön gleichmäßig verteilt. Also wir haben jetzt hier eine TA beim Weizenvorteig von 200 und beim Roggen von 250. Beide sind vom Ansatz her fast temperaturmäßig. Wir starten bei beiden Vorteigen Poolisch mit 40 Grad, nur mit dem Unterschied, dass wir den Roggen-Ferment-Sauerteig bei Raumtemperatur stehen lassen. Hier hat es ungefähr 24, 25 Grad und diesen Weizenvorteig oder Poolisch geben wir nachher direkt in die Kühlung. So, das ist schon gut. Sieht schon sehr gut aus. Jetzt werden wir die Kontrollmessung wieder vornehmen. Wunderbar, 32 Grad. So, jetzt haben wir es in die Kühlung gestellt.
bei 4 Grad, so auch wieder 16 bis 20 Stunden. Und wir fangen mit der Teigbereitung an. Ihr seht, wir haben hier wirklich einen tollen Coulis, der ist richtig schön aromatisch, geschmacklich, hervorragend. Der Coulis von 200, aber das seht ihr alles im verlinkten Rezept. Jetzt die Mehle. 50. Das denke ich, Vollkornmehl. Das Roggenmehl L50. Extrudat. Winkel S5. So. Salz. Hefe, sehr wenig Hefe, unter 1% auf den Gesamtteig. Wir haben ja auch schon Hefe im Vorteig drin und das Wasser. Wir wollen nachher eine Teigtemperatur von 24 Grad erreichen und geben noch alles Wasser dazu. Jetzt stelle ich ein, 10 Minuten, 5 langsam und 5 schnell. Weichen Teigen Wasser zum Rausbrechen. Das lässt sich einfach besser und wir haben nachher nicht diese Mehlklumpen irgendwelche in das Rotkrume drin, die dann doch sehr störend sind. Exakt 24 Grad, so wie wir es haben wollen. Wunderbar. So, wir lassen den Teig jetzt einfach hier ruhen. So, 2 Stunden sind um. Wir starten. Der Teig fühlt sich wirklich sehr, sehr gut an. Also, er hat sich schön entwickelt. Ich staub jetzt einfach mal den Tisch ein. So, still. Wunderbar. So. So, wir machen 6 gleich große Stücke. Vielleicht noch das Wort Besenbrot, wenn ich das vielleicht kurz erklären darf, hat natürlich nichts, wie man vielleicht bei Schwaben manchmal so denken kann, was damit zu tun, mit der schwedischen Sparsamkeit, dass die da vielleicht das Mehl zusammenkehren in der Backstube und daraus ein Brot machen, sondern das hat damit zu tun, dass dieses Brot sehr gerne auch in sogenannten Besenwirtschaften einfach angeboten wird. Besenwirtschaften oder Straußwirtschaften im Hessischen haben wir, müssen wir mal von vorne anfangen. So. Besenwirtschaften, das sind also Wirtschaften, die nur kurze Zeit im Jahr offen sind, von meistens von Selbstvermarktern oder Selbsterzeugern. Selbsterzeuger, die
dass, sagen wir, ihre Güter, die sie selber auf dem Hof erzeugen, also den Wein, gerade den Wein und natürlich dann auch die anderen guten schwäbischen Köstlichkeiten selber vermarkten. So, und da haben die vielleicht 4 Wochen im Jahr diese Gaststätte auf und da wird draußen ein Besen hingehängt, als Zeichen, dass das dass jetzt die Wirtschaft geöffnet ist. Sehr schöne Sache. Ich muss sagen, ich habe mich in meiner Jugend oft in diesen Sachen aufgehalten, in diesen Besenwirtschaften. So, wir arbeiten jetzt auf. Mit dem Schluss nach oben. So, in ausgemehlte Körbchen. Ja, der Teig fühlt sich wirklich ganz toll an. Zwei machen wir dann mit dem Schluss nach unten. Die werden wir also dann nicht mehlig backen, sondern ohne Mehl einfach oben glatt abbacken. So. Und noch der letzte Rest. Unser Herzchen. Das Herzbrot. Kleine. So, okay, jetzt nehmen wir die Teige und stellen sie in die Kühlung. Dort lassen wir sie liegen, so 12 Stunden bis morgen früh und dann backen wir ab. Jo. So stehst du jetzt so. Guten Morgen. So, die Teige waren jetzt, oder die Teigstücke waren jetzt 12 Stunden in der Kühlung bei 4 Grad plus. Wir haben sie heute Morgen rausgeholt, haben sie eine Stunde hier stehen lassen und jetzt werden wir sie einfach einschieben. Ich mache 2 verschiedene Sachen. Einmal klassisch. So. Die sind sehr reif, sehr gut, aber stabil. So. So. Hier haben wir das kleine Herzikus, haben wir ja gestern schon gesagt. Die werde ich nur kurz einstopfen und die einmal schneiden. So, ein bisschen tiefer. Ich glaube, die kommen noch ganz schön raus. Wir werden heiß anbacken bei 260 Grad Oberhitze und 240 Grad Unterhitze. Wenn eine Stunde kräftig anbacken, stark anbacken, die sprühe ich noch ein bisschen ab. Weil da wollen wir ja einen Ofen auf. Glanz. So, Magnus, mach bitte den Ofen auf und dann kannst du gerne zur Tat schreiben. Die sehen gut aus. Perfekt. Perfekt. Ja, wie gesagt, 260 Grad Oberhitze, 240 Unterhitze und eine Stunde ausbacken. Am Schluss, die letzte Drittel von der Zeit, ziehen wir nochmal den Zug, damit wir richtig schön heiß die Oberfläche nochmal eine richtig schöne Kruste backen können. Sagen, sind ausgekühlt. Ich muss sagen, echt schön geworden. Haben gut die Farbe, so wollten wir es haben. Etwas kräftig, etwas dunkel. Der Boden auch schön gebacken. So, wir schneiden jetzt mal an. Wir schauen mal. So. Ah, wunderbare. Nicht schlecht, ne? Wunderbare, krume, wattig, nicht zu grob, sondern wie das so ein schwäbisches Bauernbrot sein soll. Okay. Ich schneide uns mal eine Scheibe runter. Ich schneide meine Scheibe runter. Dann probieren wir das mal. Das wir alle gebacken haben.
Glanz oben und wieder ja. glänzt. Ja, schön, also echt gut geworden. Selber die Brote, die wir jetzt nicht bemehlt haben, aber so soll es ja auch sein. Mild, tolles Aroma. Wunderbar. Ich lege es einfach so mal hin. Gut, einfach jetzt vielleicht noch mal kurz die Zusammenfassung. Wir haben hier gebacken 2 Vorteigen, 3 Sorten Mehl, eine hohe TA, wenig Hefe, viel Zeit. Dann heiß angebacken, lange ausgebackene, kräftige Krume, eine wunderbar milde, bekömmliche, wattige Krume. Und so soll es sein. Kräftige Kruste, wattige Krume. Und so schmeckt ein Brot, und ich sage immer, es ist wichtig, bis zum letzten Knus muss ein Brot schmecken. Dann ist es ein gutes Brot. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute, habt eine gute Zeit und frohes Backen. Das kommt raus. Mein Name muss da nicht mit rein. Hm? Mein Name muss da nicht mit rein. Doch. Also, das ist übrigens Magnus Devland. Ich habe mich echt gefreut, mit ihm das zu machen zu dürfen. Er ist ein kritischer, aber ein richtig guter. So, jetzt. Schneid's nach, mach was du willst. So, ist gut? Okay. Ja, das ist perfektes Brot. Also, würde ich auch sagen. Weißt du, wenn das jetzt so grobporig wäre, hätte ich ein Problem. Ja, ja, klar. Das passt zum Brot. Mhm.